Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Frau Quinne Thielen, dear Art Grasser, lieber Herr Lehmann, sehr geehrte Partner des Hochschulforums Digitalisierung und vor allen Dingen auch sehr geehrte Experten des Hochschulforums Digitalisierung und liebe Gäste, ich betone deshalb meinen Dank an die Experten gleich am Anfang, denn dies ist ja die Halbzeitkonferenz des Hochschulforums und ich muss sagen, in den letzten Wochen wurde noch mal richtig eine Schippe draufgelegt in den Arbeitsgruppen, die ja alle ehrenamtlich arbeiten. Und wenn Sie sich jetzt die Publikationen anschauen, die schiere Anzahl an Publikationen, die mittlerweile produziert worden sind, dann kann ich nur sagen, Respekt und vielen Dank für Ihr Engagement in dieser Frage. Wir haben mittlerweile Arbeitspapiere zu so unterschiedlichen Themen wie die Rolle der Hochschulbibliotheken im digitalen Zeitalter, aber auch Themen wie neue Kooperationsmodelle, neue Finanzierungsmodelle für Hochschulen oder das Thema von E-Prüfungen, also Electronic Assessment. Das sind alles Fragen, mit denen sich das Hochschulforum in den vergangenen gut anderthalb Jahren beschäftigt hat und mit denen Sie sich weiter beschäftigen werden. Dass wir jetzt hier Bilanz ziehen und das Ganze unter dem Titel The Digital Turn machen, freut mich und gibt mir auch noch mal Gelegenheit, zurückzuschauen in die letzten 12 Monate und zu sehen, was ist eigentlich passiert mit diesem Thema. Wer das Thema, und ich bin sicher, das hat jeder hier im Saal verfolgt, wer das Thema aufmerksam verfolgt hat, der wird ja so eine gewisse Konjunktur feststellen. Also 2011, 2012 gab es noch keinen hier in Deutschland, der das Wort MOOC kannte. Dann plötzlich, das können Sie bei Google sehr schön nachverfolgen, gab es einen Hype über dieses Wort. Jeder beschäftigte sich plötzlich mit dem Thema, die Hochschulen, die Politik. Die Frage war, was bedeutet das, was da im Ausland passiert für unsere Hochschulen? Das war auch Anlass dafür, dass das BMBF dann dieses Konsortium aus Hochschulrektorenkonferenz, CRE und Stifterverband beauftragt hat, doch diesen Fragen mal intensiver nachzugehen. Also diese MOOC-Debatte hat einerseits die Beschäftigung mit dem Thema Hochschulentwicklung durch Digitalisierung extrem befeuert, aber man muss auch kritisch sagen, in einer Weise verengt, die dem ganzen Thema in der Breite auch nicht gerecht geworden ist. Ja. Vielfach ist die Diskussion in Deutschland darauf verengt worden, dass man nun plötzlich analoge Lehrinhalte in digitale Formate überträgt. Und natürlich kamen viele Bedenken, die gesagt haben, ist das eigentlich das, was wir unter Bildungsprozessen verstehen, wenn plötzlich diese interpersonale Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden verloren geht. Das waren so Debatten, die sich um dieses Thema MOOCs ranken. Aber wenn man sich angeschaut hat, was jetzt in den letzten 15 Monaten passiert ist, wenn man sich anschaut, wie die Politik auf das Thema Digitalisierung der Gesellschaft jetzt reagiert hat, mit wirklichen Versuchen einer struktur- und zielorientierten Strategie in unterschiedlichsten Bereichen, zu dem auch der Bereich Bildung und Wissenschaft gehört, dann muss man sagen, da ist extrem viel passiert. Ja, also von einer Phase der, ich würde mal sagen, Desorientierung, der Orientierung, des Sammelns von Informationen hin zu lösungsorientierten Ansätzen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir auch in den Diskussionen im Hochschulforum und ich glaube auch, wir sind an diesem Punkt mittlerweile an den Hochschulen. Als wir vor etwa 3 Jahren einen MOOC-Wettbewerb ausgeschrieben haben, gemeinsam mit iVersity, da gab es unglaublich viele Bewerber für diesen Wettbewerb des Stifterverbandes. Über 200 Einreichungen hatten wir, von denen wir am Ende 10 ausgezeichnet haben. Wir haben mit diesen 10 MOOCs 240.000 Menschen erreicht. Also nicht wir, sondern diejenigen, die diese MOOCs produziert haben. Und das für relativ wenig Geld. Natürlich haben uns alle zurückgemeldet und das zeigt auch die Evaluation. Das war viel zu wenig Geld und es ist eben nicht einfach so zu machen, so etwas zu produzieren. Aber das hat nochmal gezeigt, es gibt unglaublich viel Bewegung von Einzelnen. Einzelne engagierte Hochschullehrer oder auch Teams an Hochschulen, die sozusagen bottom-up sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Als wir 15 Monate später einen Strategiewettbewerb ausgeschrieben haben, wo wir die Hochschulen gebeten haben, uns doch mal zu zeigen,
welche Diskussionen in den Hochschulen stattfinden zu diesem Thema, welche Strategie sich daraus möglicherweise ergeben könnte, da muss man sagen, das war, obwohl wir auch da viele Einsendungen bekommen haben, nicht sehr ausgeprägt, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen, das steckt so ein bisschen das Feld und die Leitplanken ab, zwischen denen wir uns jetzt bewegen. Viele engagierte Menschen, und es werden immer mehr. Wir haben für diese ganze Woche der Digital Turn über 1000 Anmeldungen gehabt für Veranstaltungen. Das zeigt, da braut sich was zusammen, auch quantitativ deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. Aber die Frage ist jetzt, wie kommt man sozusagen vom Projekt zur Strategie? Ich glaube, das ist die Herausforderung. Dazu hat das Hochschulforum am heutigen Tag auch ein paar Thesen entwickelt, 20 Thesen, die werden Ihnen sicherlich am heutigen Tage noch das eine oder andere Mal unterkommen, sowohl in den Diskussionen als auch in den Vorträgen. Und da wird nochmal deutlich gemacht, dass dieses Thema Digitalisierung nicht zu trennen ist von anderen Entwicklungen, die wir im Hochschulbereich auch seit Jahren feststellen und die möglicherweise durch das Digitalisierungsphänomen nochmal an neuer Relevanz und an neuer Dynamik gewinnen. Das eine ist das Thema Differenzierung und Profilbildung der Hochschulen. Auch das ist ja letztendlich eine strategische Frage. Auch da sind wir Schritte weitergekommen. Aber ich glaube, durch die Digitalisierung haben wir jetzt nochmal eine neue Dynamik. Erstens, es wachsen noch mehr Konkurrenten, nicht mehr nur im eigenen Bundesland, nicht mehr nur in Deutschland, sondern weltweit. Es erwachsen neue Zielgruppen, für die man neue Konzepte entwickeln muss. Thema Flüchtlinge, Thema schrumpfende Städte in Ostdeutschland und möglicherweise ganz neue auf internationale Klientel ausgerichtete Rekrutierungsstrategien. Das kennen wir seit Jahren. Es war absehbar, dass diese Entwicklung stattfindet. Und die Digitalisierung ermöglicht nun, viele dieser Probleme anzugehen, wenn man sie richtig benutzt. Aber das setzt eben auch einen Profil- und Strategiebildungsprozess an den Hochschulen voraus. Und wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die speziell sich mit diesen Change-Management-Themen auch beschäftigt, die dazu notwendig sind, jenseits der technischen Fragen, die natürlich mit Digitalisierung auch immer verbunden sind. Also, wie reagieren die Hochschulen auf mehr Differenzierung? Wie reagieren die Hochschulen überhaupt auf die Angebote, die jetzt durch die neuen technischen Möglichkeiten möglich sind? Muss jede Hochschule nun das Gleiche machen? Sicherlich nicht. Muss jede Hochschule alles alleine machen? Hoffentlich nicht. Denn gerade dieses Thema ist ja ein Thema, wo sich Kooperation und Kollaboration geradezu anbietet. Also auch da gibt es ganz neue Fragen. Wenn wir jetzt diese Fragen wiederum auf die politische Ebene transferieren, das Thema Kollaboration, dann hat das natürlich auch Bedeutung für zukünftige Rahmenbedingungen und Finanzierungsformen. Ja, wenn eine Hochschule plötzlich, die Fernhochschule Hagen hat das Problem seit Jahren, wird hauptsächlich von Nordrhein-Westfalen bezahlt, aber die Klientel kommt von außerhalb der Hochschule und das Land fragt sich, sind wir eigentlich der Hauptfinanzier? Warum müssen wir es eigentlich sein? Diese Frage wird nicht nur die Fachhochschule Hagen in Zukunft betreffen, sondern je mehr Hochschulen auch mit Online-Angeboten unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, deren Nachfrage dann auch kreditiert wird, spätestens dann, wenn das an Ländergrenzen oder nationalen Grenzen nicht mehr einhält, dann stellt sich die Frage, wie finanzieren wir das? Ja. Und diese Frage gibt es auch schon seit Jahren, also rund um das Konsortium der Fachhochschule Lübeck, die für die Fachhochschulen ein solches Angebot in Deutschland skizziert hat, haben wir diese Frage auch schon mindestens immer mal mitreflektiert. Aber jetzt stellt sie sich in ganz neuer Dimension und in ganz neuer Dynamik auch. Also auch hier Kollaboration, das neue Zauberwort. Hier müssen Bund und Länder zusammenarbeiten und ich bin wirklich froh darüber, dass das auch gelungen ist, diese Zusammenarbeit schon auch in der Begleitung dieses Hochschulforums zu dokumentieren. Im Lenkungsausschuss sitzt nicht nur ein Vertreter des BMBF, sondern auch ein Vertreter der KMK. In den einzelnen Arbeitsgruppen sitzen Vertreter der Länder. Wir haben heute die Möglichkeit, hier die verschiedenen Initiativen der Länder, die wir eingeladen haben, ihre Landesinitiativen zu präsentieren, hier uns anzuschauen. Und ich bin wirklich überrascht und froh darüber, dass mehr als die Hälfte der Bundesländer tatsächlich hier anwesend sind, mit Vertretern und mit Ständen, um das zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, und diese Debatte deckt sich sozusagen mit der Föderalismusdiskussion, die wir auch im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich haben, dass hier eine neue Dynamik, aber eine neue Notwendigkeit der Kollaboration und des Neudenkens von Beziehungen und Finanzierungsstrukturen vor der Tür steht. Für den Bereich des Studiums und der Lehre, auch das ist ein wichtiger Bereich, der in diesen 20 Thesen angesprochen wird. Auch da ist Kollaboration das neue
das neue Zauberwort. Ja? Es geht wirklich nicht nur um die Transformation von analogen Lehrinhalten in Online-Formate, sondern es geht tatsächlich um didaktische Konzepte, die das nutzen, was die Studierenden quasi schon außerhalb der Hochschule mitbringen. Sowohl an Technical Know-how, an Technical Device und an neuen Formen der Kollaboration, die ehrlich gesagt in der Schule schon weiter ausgeprägter sind als an manchen Hochschulen mittlerweile. Das heißt, teamorientiertes Teaching, Lernszenarien, die tatsächlich Peer-Learning-Konstellationen ermöglichen, Peer-Grading, auch da gibt es wunderbare Erfahrungen mittlerweile. All das sind also völlig neue Ansätze, didaktische Ansätze, auch die reflektieren wir in Arbeitsgruppen des Hochschulforums. Aber da kann das nicht stehen bleiben. Auch das sind, ich würde mal sagen, in Deutschland ein gutes Dutzend Hochschullehrer, die damit weitgehende Erfahrungen gesammelt haben. Und nun geht es darum, diese Erfahrungen tatsächlich in Lernkonzepte und Lehrkonzepte zu übertragen, für die Strategie, der Wille zur Umsetzung und natürlich auch Finanzierung notwendig ist. Damit will ich es mal bewenden lassen. Also das Wort, was sich durch alle Thesen des Hochschulpapiers, des Thesenpapiers des Hochschulforums zieht, ist das Wort Kooperation, Kollaboration und Profil- und Strategiebildung. Darum geht es heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sozusagen auch diesen Begriffen öffnen, wenn wir über Digitalisierung sprechen und nicht bei Diskussionen über Technology stehen bleiben. Das Thema Learning Analytics will ich gar nicht vertiefen, wird heute sicherlich auch noch mal ein paar Mal angesprochen werden. Also, das Interessante ist ja, dass da auch gerade für die Geistes- und Sozialwissenschaften völlig neue Forschungskonzepte und Forschungsansätze entstehen können, die sie möglicherweise auch aus ihrer lange gepflegten Nische ja, in der Forschungsförderung herausbringen. Denn was ist spannender, als tatsächlich mit diesen neuen Technologien zu sehen, wie der Einzelne in einzelnen Lernschritten lernt und nicht immer nur punktuell nach 2 oder 3 Jahren abzufragen, was habt ihr denn gelernt im vergangenen Jahr? Sondern jetzt können Sie es wirklich machen. Und ich finde, das sind wahnsinnig interessante Herausforderungen für Forschungskonsortium, wo nicht nur Bildungsforscher, sondern auch Kognitionswissenschaftler, Hirnforscher und andere beteiligt sind. Und das ist ein spannendes Feld, das auch die Forschung voranbringt in Deutschland und neue Perspektiven und neue Konstellationen ermöglicht. Damit habe ich wirklich alle Stichworte genannt. Ich danke nochmal ganz herzlich allen, die dieses Hochschulforum tragen, mit ihrer Expertise füllen und uns manchmal auch unter Klagen ehrenamtlich, das muss man ja immer wieder sagen. Also es ist ja so, dass in der Tat 70 Experten hier nicht nur einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr zusammenkommen, sondern wirklich über Foren, die natürlich auch das digitale Medium mittlerweile ermöglichen, ständig im Austausch sind. Übrigens mit einer großen Zahl von assoziierten Mitgliedern, die nicht das engere Expertenteam darstellen, die aber auch beitragen über Diskussionsforum, über Blogs zu diesem Thema, dass diese Welle sozusagen jetzt in Schwung geraten ist. Ich hoffe, sie überrollt uns nicht, aber ich hoffe, dass sie uns auch genug Schwung gibt, um in den kommenden Monaten Konzepte zu diskutieren. Damit bin ich am Ende meiner Einführung. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und übergebe jetzt an Herrn Viada, der Sie durch den Tag führen wird. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Volker Meier-Guckel. The Digital Turn, Hochschulen im Transformationsprozess, das ist eine Überschrift mit, wie ich finde, ziemlich vielen Substantiven. Auch schwere Substantive, lange Substantive, die einen auch einschüchtern können. Vielleicht vor allem dann, wenn man an der Hochschule ist und nicht alle Menschen, keiner von uns mag immer eigentlich Veränderungen und Transformationsprozesse. Sind nicht immer nur was Positives. Zumal sich dann sofort die Frage stellt, Volker Meier-Guckel hat es gesagt, was genau ist denn dieser Digital Turn jetzt eigentlich wirklich? Abgesehen davon, dass man ständig in irgendwelchen Diskussionen was darüber hört, was ist denn das jetzt eigentlich? Was bedeutet das konkret? Ist es mehr Verheißung für die Hochschulen oder ist es eben manchmal auch Drohung? Und was heißt denn jetzt diese Strategie, die da verlangt wird? Was heißt kooperieren? Kooperiert man an Hochschulen nicht schon seit Jahrhunderten? Was ist das Neue daran? Genau diese und andere Fragen sind es und waren es, wie wir gehört haben, die zur Gründung des Hochschulforums Digitalisierung geführt haben. Kenner und Freunde nennen das auch HFD, weil der Name ist so lang und kompliziert, werde ich künftig nur noch von HFD sprechen. Und ich bin gespannt, was wir heute für Antworten hören, was dieses HFD, Hochschulforum Digitalisierung,
gebracht hat. Bevor wir loslegen, noch ein paar Hinweise zu einer Konferenz über Digitalisierung. Gehört natürlich auch ein reichlich digitales Kommunikationsangebot. Zum Beispiel ein Livestream auf der Veranstaltungswebsite, ein Twitter-Kanal, der Hashtag lautet DigiTurn, eine Twitter-Wall. Sie sehen das da, der Link lautet, Sie finden ihn da irgendwo, www.socialmediawall.me und so weiter. Das heißt, Sie können hier das Smartphone rausnehmen und keiner ist Ihnen böse. Sie können also zwischendurch was tippen und wir gehen alle davon aus, Sie sind völlig dabei bei der Veranstaltung und twittern gerade was Intelligentes über das, was wir hier diskutieren. Nun aber darf ich Ihnen ein Grußwort der Kultusministerkonferenz ankündigen. Das Wort hat Dr. Michael Lehmann, Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt. Herr Lehmann kennt das HFD übrigens auch persönlich sehr gut. Für die KMK sitzt er in der Themengruppe 5 des Forums Curriculum Design und Qualitätsentwicklung. Bitte schön, Herr Lehmann, Sie haben das Wort. So, ich hoffe, dass ich die 20 eng bedruckten Seiten dieses Grußwortes, nein, also natürlich nicht, sehr geehrte Initiatoren des Hochschulforums, sehr geehrter Förderer oder sehr geehrte Vertreterin des Förderers, Frau Staatssekretärin Quenneth Thiel. In der Tat, es ist ein Grußwort, um das ich gebeten wurde und der Veranstalter erkundigte sich auch nochmal und war wohl auch ziemlich dankbar dafür, dass ich nicht androhte, sozusagen einen Fachvortrag vorzunehmen, weil die anderen, die heute gehalten werden, alle wahrscheinlich ohnehin substanziierter wären. Das Grußwort bietet natürlich auch eine gewisse Freiheit. Einige Miszellenia, einige Brocken eines großen Themas anzusprechen, ohne damit irgendwie in Frage zu stellen, dass die anderen Themen ebenfalls wichtig oder gar noch wichtiger sind. Ich hatte ursprünglich mal überlegt, mal kurz darüber nachzudenken, ob eine Veranstaltung, die sich irgendwie mit Virtualisierung beschäftigt, ihrerseits virtuell oder analog oder etwas anderes ist. Das habe ich dann aber aufgegeben. Das Thema Digitalisierung ist ja unbestritten ein Thema, dessen sich nun auch dankenswerterweise viele angenommen haben. Großformatig das Hochschulforum Digitalisierung von HRK, Stifterverband und CHE organisiert, vom BMBF großzügig gefördert. Auch die Kultusministerkonferenz hat dazu im Mai eine Staatssekretärsarbeitsgruppe eingesetzt, die bald erste Vorschläge für die Entwicklung einer Strategie zur digitalen Bildung machen soll und wird. Außerdem ist in dem Lenkungsausschuss des HFD ja auch Herr Generalsekretär Michalik vertreten, der mich bat, Sie herzlich zu grüßen. Das Wort Digitalisierung kann, wie wir alle wissen, sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Es kann für eine gesamtgesellschaftliche und nicht zuletzt wirtschaftliche Herausforderung stehen, der wir uns stellen müssen, um international nicht abgehängt zu werden. Sie alle kennen Beispiele dafür, dass Weltmarktführer im Nichts versanken, weil sie einen entscheidenden Entwicklungsschritt nicht machen zu müssen glaubten. Also wenn Sie Ihre Handys angucken, da steht jetzt ein anderer Name meist drauf, als der, der vielleicht vor 10 Jahren noch drauf gestanden hätte. Und da sieht man mal, was passieren kann. Und die Arbeitswelt wird vielleicht nicht überall, aber zumindest in einigen wichtigen und für uns alle zentralen Bereichen künftig ganz entscheidend von der Digitalisierung geprägt sein. Deshalb kann man es nur gutheißen, dass die Bundesregierung wie auch die Länder und hoffentlich auch die Wirtschaft dieses Thema zu ihrem Hauptthema erklärt haben und es auch als solches behandeln. Aber insofern teile ich mit Ihnen die Spannung auf das, was Frau Staatssekretärin Quenneth Thiel im Anschluss uns erläutern wird. Im Hochschulforum Digitalisierung geht es ein wenig enger um, sagen wir mal, den Einsatz digitaler Medien an den Hochschulen. Dann haben auch schon viele beobachtet, dass sie in der Forschung weitenteils auch schon etabliert sei. Ja, man kann vielleicht sogar mit leicht kritischem Unterton anfügen,
dass in einigen Wissenschaften die Digitalisierung bereits Methoden und vielleicht auch schon Fragestellungen mitbestimmt. In der Lehre ist die Situation an den Hochschulen ist die Lehre-Situation sehr unterschiedlich, wobei einige Vorteile digitaler Lernformate auf der Hand liegen. Uns fallen sofort ein die breitere Verfügbarkeit von Materialien, individuelle Möglichkeiten, wann und wie lange man diese Materialien bearbeitet oder studiert. Manche dieser Freiheiten hatte man freilich auch mit dem herkömmlichen Buch. Auch da zwingt einen ja niemand, wann und wie lange man sich mit einem Text beschäftigt. Umgekehrt kann man aber vielleicht bei diesem Vergleich mit dem Buch auch noch hinzufügen, die Erwartung oder die Vermutung, dass uns mit der Digitalisierung in der Lehre, mindestens gemessen am jeweiligen Zustand davor, vielleicht gar keine so viel größere Gefahr oder jedenfalls Erweiterung des Wissenszugangs ins Hause steht, als mit der Erfindung des Buchdrucks. Das kann dann auch manche Sorge, die, von der ich auch schon gehört habe, vielleicht auch etwas in den Hintergrund treten lassen. Allerdings, und diese Einschränkung erlaube ich mir auch zu erwähnen, es gibt zumindest nach meiner Überzeugung Themen und Wissensinhalte, die sich nach wie vor am besten in konzentriertem, mehrfach wiederholendem und dadurch immer tiefer dringendem Lesen oder in der direkten Diskussion, in Rede und Gegenrede, in der Disputation beziehungsweise in einer klugen Abfolge von beidem erschließen. Insofern ist es hoffentlich nicht falsch, wenn man vieles, was man unter Digitalisierung in der Lehre versteht, dem Technischen oder was ja sehr höchst wertvoll sein kann, dem Instrumentellen zuordnet. Das Denken ersetzt es aber nicht. Man kann einem Thema auf verschiedene Weise gerecht werden und man kann einem Thema auf verschiedene Weise nicht gerecht werden. Nicht gerecht zum einen dadurch, dass man es nicht ernst genug nimmt. Diese Gefahr sehe ich hier nicht. Zum anderen kann man das Thema aber auch überschätzen, überhöhen oder gar verabsolutieren. Das hilft dem Thema zwar anfangs bei seiner Suche nach Aufmerksamkeit, hat aber den unschönen Nachteil, Erwartungen zu erwecken, die nicht erfüllbar sind. Aber auch dies habe ich im Hochschulforum Digitalisierung und besonders in der AG, der ich angehören darf, nicht erlebt. So sieht die Arbeitsgruppe 5 bei aller Begeisterung, Empathie für das Anliegen in der Nutzung von digitalen Medien keinen Selbstzweck, vielmehr muss dieser Zweck stets an den Qualifikationszielen und den Rahmenbedingungen der Studienprogramme orientiert sein. Und wir waren uns auch einig darüber, dass die Qualität der Lehre selbstverständlich nicht ausschließlich davon abhängt, wie intensiv sie digitale Methoden verwendet. Auch in der Forschung, wo die Digitalisierung schon weiten Einzug gehalten hatte, wäre es meines Erachtens nicht richtig, zum Beispiel den Grad der Digitalisierung zu einer notwendigen Voraussetzung in einem allgemeinen Forschungsförderprogramm zu machen. Das kann in vielen Bereichen völlig richtig sein, aber wir müssen uns, glaube ich, auch die Freiheit nehmen und gönnen, auf die Bereiche zu schauen, in denen das nicht gilt. Aber wie gesagt, alle diese Fehleinschätzungen sind mir in dem HFD, wie jetzt heißt, bislang nicht untergekommen. Im Gegenteil, sondern ambitionierte Beschäftigung mit einem zweifellos wichtigen Thema, eine realistische Einschätzung der Chancen und seiner Grenzen. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen auf die Vertiefung unseres Wissens in dieser Woche und in der verbleibenden Halbzeit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.